Piken herstellen. Ach so. Ja komm, dann stellen wir mal Piken her. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt besser? Die sind bestimmt stärker, ne? Egal. Machen wir einmal Lanzen, einmal Piken und hier vielleicht einmal Armbrust. Gibt's das auch? Genau. Einmal Armbrust und einmal normaler Bogenschütze. Ich hoffe, die brauchen dafür jetzt nicht noch irgendwas extra. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Und jetzt speisen wir hier schön. Ja, komm. Hops, um wieder was zu trinken. Und das Trinken ist mal wieder bestimmt Gemüse. Genau. So, gleich gibt's Ehre. Ach so, wir haben keine freien Bauern mehr. Das kriege ich gerade so mal mit. Gehöft, gehöft. Da. Quetschen wir das hier hin. Dann haben wir wieder ein paar freie Bauern. Und dann... Ich weiß gar nicht, was errichten wir denn? Mit der Nahrung scheint es ja hinzuhauen, auch wenn wir nur zweimal hier so eine Apfel... so eine Obstfarm haben. So. Waffen benötigt, Sire. Drei Lanzen... Nee, zwei, drei. Das waren drei Stück. Wo ist der dritte? Da ist der dritte. In den Kampf. Hier geht einer nach oben. So, komm, genug gegessen. Wir brauchen Ehre. Los. Ist doch sowieso alles schon wieder kalt geworden jetzt. Ah, das ist jetzt schon echt anspruchsvoll, würde ich doch mal sagen. Und ich denke, es geht noch viel, viel schwerer. Wobei, es sieht eigentlich auch schön aus, wenn wir jetzt hier so alles anschauen. Überall wird gearbeitet. Viele Gebäude, neue Gebäude. Bestimmt geht es jetzt auch bald mit der Burg los, dass wir hier eine Burg errichten können. Komm, jetzt ist genug gegessen. Ups. Jetzt stehe ich auf, oder? Nee. Jetzt reiße ich mir da noch eine Keule raus. Ja. Da ist eine Pike. Ehre jetzt sogar. Ich dachte, es gibt weniger. Waffen benötigt, Sire. Und damit haben wir jetzt schon so eine kleine, ja, Truppe. Gehen in Stellung. Und ich würde mal sagen, wir legen eine kurze Pause ein. Also, bis... gleich, und dann hoffe ich mal, schlagen wir auch erfolgreich zurück. Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Stronghold 2. Ich hatte mir gerade die letzte Aufnahme nochmal angesehen und mir sind noch ein paar Dinge eingefallen, wie wir jetzt hier, glaube ich, noch schneller zum Erfolg kommen können. Und zwar als erstes fiel mir ein, dass uns das gar nichts bringt, wenn wir jetzt hier eine Armbrust herstellen. Oder hier so eine Pike herstellen. Denn für solche Sachen brauchen wir Rüstungen. Und Rüstungen können wir noch gar nicht herstellen. Also ist das erstmal unnütz. Müssen wir zurücksetzen, habe ich gerade gemacht. Denn das nächste ist... ich würde sagen, wir errichten nochmal... so ein Gebäude. Dann... unsere Truppen werden angegriffen. Los, fährt die ab, fährt die ab. Euer Zeichen, Sire. Scheiße. Bogenschützen, bereit machen. Scheiße. Ja, Herr. Komm. Wir sind eure Leute. Hallo, schießt ihr mal. Eure treuen Bogenschützen. Ey, ist der denn blöd? Die Bögen werden singen. Die setzt sich hin. Ich krieg einen Anfall. Oh. Ich krieg so einen Anfall. Was soll das denn? Oh, na, das geht ja jetzt hier richtig mies los. Kacke. Rekruten benötigt, Sire. Los, haltet die ein bisschen auf, dass ich da runterkommen kann.
Habe ich die beiden Gebäude jetzt gebaut? Ja. So, wir brauchen noch ein Gehöft. Der Burgherr wird angegriffen. Ach ja, weil da Feinde sind, können wir ja nichts machen. Los, kill die mal. Waffen benötigt, Sire. Oh, shit. Speere hoch. Wie lautet die Mission? Wo ist der Feind? Bereit, Sire. Okay, jetzt haben wir den. So, jetzt kann es endlich weitergehen. Also, wir errichten jetzt noch ein Gehöft. Dann das nächste. Wir erweitern nochmal das mit den Obst. Wegen den weiteren Gehöft brauchen wir natürlich auch noch mehr Nahrung. Und wenn wir dann eben jetzt auch noch mehr Soldaten bekommen, Lanzen vorwärts, wollen die ja auch was essen. Haben wir das schon einmal. Also, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Genau. Dann habe ich mir was überlegt. Wir sind bereit. In Bewegung. Und zwar so eine kleine Taktik, dass wir uns hier Bogenschützen vorbereiten. Da drüben also. Ja, Sire. Dass wir uns solche Bauern vor unsere Armee hinstellen, denn diese Söldner, die werfen am Anfang ja immer einen Speer. Und der Speer tötet die unsere Leute immer sofort, egal wen der Speer trifft. Nur natürlich sind die Bauern hier viel weniger wert als unsere Lanzenträger oder unsere Bogenschützen. Und deswegen opfern wir jetzt hier solche Bauern, habe ich mir überlegt, damit eben unsere Bogenschützen trotzdem weiterschießen können und die Lanzenträger natürlich dann für den Zweikampf noch bereitstehen und nicht schon durch die Speere da abkratzen. Haben wir das auch? Denn das nächste, was ich noch machen wollte, ist nochmal hier so einen Garten anlegen. So. Damit wir mehr Nahrung kriegen für die Burgküche. Jetzt sehe ich gerade, Wölfe greifen uns hier an. Unsere Sehnen sind gewachst. Reihen halten! Komm, greif mal den Wolf da an. Die kümmern sich um den Wolf. Gebt uns nur ein Ziel. So, dann wollte ich auch nochmal nach hier unten schauen. Unsere Truppen werden angegriffen. Okay, Waffenbrüder bereit. Jetzt haben sie den Wolf für erledigt. Herrn. Und zwar wollte ich hier unten jetzt, wir sehen es, die arbeiten schon gar nicht mehr. Solche Ochsenträger nochmal. Damit wir hier schneller die Steine abbauen können. Und hier oben erweitern wir das Gesamte auch. Nochmal ein Gehöft. Und dann nochmal so einen schönen Obstgarten hier hin. So. Den hatte ich, fing mir auch ein, oder hatte ich so überlegt, wir könnten uns natürlich auch diese Länderei hier später auch noch kaufen. Wäre ja vielleicht auch eine lustige Sache. Aber dafür brauchen wir natürlich erstmal mehr Ehre. Und noch ist das sowieso blöd, weil wir wollen ja auch noch ein paar Bogenschützen hier holen. Und die kosten ebenfalls Ehre und das geht natürlich erstmal vor. Euer Zeichen, Sire. Wir bewegen uns. So, jetzt müssen wir also erstmal unsere Armee hier wieder aufstellen. Wurden ja alle von den Söldnern wieder erledigt. Ja, kompliziert wird das bestimmt auch hier hinten, die da hier oben abzuknallen. Da brauchen wir schon sehr, sehr viele Bogenschützen. Würde ich sagen, wir errichten erstmal, stellen hier erstmal eine Armee auf, damit wir alle Angriffe locker abwehren können. Und dann stürmen wir erstmal nach hier und erledigen erstmal die gesamten Wölfe. Ich glaube, das wird bedeutend einfacher sein. Das hatte ich mir jetzt so mal überlegt. Und das wollen wir natürlich jetzt auch umsetzen. Jetzt haben wir gerade 42 Ehrepunkte dazu bekommen. Das ist natürlich klasse. 3 Gäste werden beim nächsten Fest mal erwartet. 34 Ehrepunkte. Kann natürlich noch steigen, denn wir haben ja jetzt noch einen weiteren Gemüsegarten und auch noch eine weitere Schweinezucht. So haben wir auch noch mehr Nahrung hier, da, in der Küche. Und damit steigt natürlich auch die Ehrepunkte pro Mahlzeit. 6 Monate dauert es noch. Ich wollte mal gucken. Oh Gott, wir sind schon fast tot. Ein Viertel ist noch da. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Waffen benötigt, Sire. Und deswegen
deswegen glaube ich, war es jetzt auch zwingend nötig, dass wir nochmal unsere kleine Stadt hier nochmal so aufrüsten. Mit den Gehöft, mit den Obstgarten für die Nahrung, weil wir jetzt wieder mehr Leute haben. Und dann eben hier nochmal zwei Waffenschmieden denn da hier hinstellen.